Tja, die Sommerpause ist vorbei, zum Lied-TV ist zurück. Viel Spaß! Tja, und da sind wir auch schon wieder da. Wie gesagt, die Sommerpause ist vorbei und wie ihr sehen könnt, ich habe ein paar Sachen ersteuert. Und ja, was machst denn du da? Unser kleines Maskottchen. Ja, was haben wir da? Domänenwachau, Weingut Pfaffl, Mephisto von Christ und so weiter. Beim Wifi-Weinherbst. Und zwar ist das, jedes Jahr macht der Wiener Sommelierverein eben eine Weinversteigerung von Raritäten. Und ja, heuer durfte ich dabei sein. Hab mitgesteuert. Das haben wir ergattert. Und was war noch beim Wifi-Weinherbst? Genau. Der Wettbewerb Jungsommelier des Jahres war in Wien. In diesem Sinne herzliche Gratulation an Stefan Martin, der was gewonnen hat. Ein Niederösterreicher, 18 Jahre, Facebook ist dabei. Und ja, was gibt's denn noch Neues? Mein Buch Wine and Culture ist endlich fertig und veröffentlicht. Jetzt bestellen. Um was geht's da? Es geht eigentlich um die Geschichte von Wein. Wie hat sich Wein entwickelt? Die verschiedenen Zeitepochen, was war bei den Römern, bei den Griechen, was hat Libyen damit zu tun, was hat die katholische Kirche damit zu tun und ja, einfach verpackt auf 136 Seiten, Hardcover und ja, ich hoffe, es gefällt euch, einfach bestellen. Ihr könnt es auch über meine Website bzw. direkt bei mir bestellen oder über Buchhandel, Amazon, was auch immer, die ISBN-Nummer wird eingeblendet. Ja. Was haben wir noch? Weingut Hagen hat mir seinen ersten 2012er geschickt, der Wolfgang. Vielen herzlichen Dank. Und Weingut mit Zielhagen ist Meilberg, das ist eine mini kleine Marktgemeinde mit so um die 500 bis 600 Einwohner. Ist im Weinviertel ziemlich im Norden oben, ist schon fast an der Grenze. Und er hat mir das seinen grünen Wiener geschickt, der Filius. Was gibt es darüber zu sagen? Erstmal das Etikett, wie man schon sieht, sehr frisch. Im Gegensatz, wenn man so seine anderen Etiketten kennt, ist das komplett was anderes. Das liegt daran, dass da ein Wiener Künstler dabei war. Und zwar, jetzt muss ich selber nachlesen. Die Kreation des Etiketts entstammt dem Wiener Künstler Franz wie? Pastera. Ist nett, frisch, fruchtig, sehr wirtserkindlich, aber gefällt mir eigentlich. Ist es auffallend. Mein Gut Hagen hat jetzt auch eine Handy-App. Könnt ihr mal reinschauen auf www.hagen-weingut.at. Und ja, was gibt's noch? Er hat mir auch seine Schokolade mitgeschickt. Einmal Grüner Veltliner und einmal Zweigelt. Hoppala, fliegen schon alle Sachen. Grüner Veltliner und Zweigelt. Wein und Schokolade, eine wunderschöne Kombination. Wie man sieht, muss man das nicht immer separat genießen, sondern kann man auch mit zusammen haben. Sehr zu empfehlen, wer das macht. Ja, was haben wir noch? Gehen wir mal zuerst zum Wein suchen wieder. Wie gesagt, vieles, das ist 2012, also wirklich ganz was Junges. Es ist ein Grünveltliner und man kann schon an der Farbe sehen natürlich, dass der sehr, sehr jung ist. Aber in der Nase wunderschön exotisch, sehr fruchtig, sehr präsent. Aber im Großen und Ganzen sehr jugendlich. Gefällt mir persönlich sehr gut. In der Nase, wie gesagt, die exotische Frucht ist ein bisschen Mango-Maracuja-Mischung. Ein bisschen Grapefruit ist dabei, ein bisschen Drachenfrucht. Ja, das ist so in der Nase. Spur Wassermelone habe ich auch. Und ein bisschen heimisches Kernobst, grüne Birnen, grüne Äpfel. Ganz untypisch eigentlich, weil normalerweise meistens hat man in der Nase schon eine gewisse Würzigkeit beim Grüner Veltliner aus Weinviertel. Bei dem überhaupt nicht. Der ist wirklich sehr, sehr fruchtlastig, aber angenehm fruchtlastig. Am Gaumen haben wir wieder die gleiche exotische Struktur, was wir zuerst in der Nase gehabt haben. Ist sehr frisch, sehr animierend, wirkt sehr, sehr leicht, hat auch nur 12,5% oder das heißt nur
hat 12%. Dafür, dass er so jung ist, ist die Säule sehr schön eingebunden. Es ist sehr animierend, mittlerer Abgang. Eigentlich sehr, sehr trinkfreudig, ganz unkompliziert, ganz was Einfaches. Und ja, dafür ist der Wein auch gemacht. Der ist aber sehr gut gelungen dafür, dass es ein so junger Wein ist. Und von dem her kann ich nur wärmstens empfehlen. Macht wirklich Spaß. Vor allem für den Solo-Genuss, auch als Aperitif kann man den sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, ich werde mir jetzt den Wein noch einmal ein bisschen kalt stellen. Dann treffe ich mich mit ein paar Freunden und werde das Flasche leeren. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.